willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Eierlaufen für euch vorbereitet. Dieses Spiel eignet sich am besten, wenn ihr das mit euren Geschwistern oder euren Eltern zusammenspielt. Als Löffel habe ich einen Kochlöffel genommen und dann statt ein Ei eine Nuss. Aber ihr könnt auch zum Beispiel einen Tischtennisball sehr gut dafür benutzen oder generell einen kleinen Ball. Und dann fängt es auch schon an. Ihr legt euer Ei oder eure Nuss oder euren Ball auf den Löffel und fangt an, diesen zu balancieren. Ihr könnt zum Beispiel gegen eure Geschwister einen Hindernisparcours aufbauen und diesen dann auf Zeit überwinden. Oder ihr macht eine Art Staffel, indem ihr immer das Ei hin und her transportiert. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.